Na klar. Okay. Okay. Dann. Vielen Machst Dank. du, bist du? Ich fange an. Ich hoffe, ihr könnt uns gut hören. Guten Morgen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin heute mit der Anja hier im Aschheim-Museum. Und die Anja wird sich gleich vorstellen. Vorweg vielen, vielen Dank, dass wir vorbeikommen durften. Wir schauen uns heute was zum Frühmittelalter an. Wir werden nicht hier an einer Stelle stehen bleiben. Wir werden uns im Museum ein bisschen bewegen. Und damit ihr die volle Erfahrung mitbekommt. Ja, hallo, grüß euch zusammen. Mein Name ist Dr. Anja Pütz. Ich bin von frühgeschichtliche Archäologin, also von Frühgeschichte, provinzialrömische Archäologie und Paläoanatomie studiert und leite jetzt so seit einer ganzen Weile von Jahren hier schon das Aschheim-Museum. Und bin spezialisiert auf frühes Mittelalter und werde euch heute so ein bisschen was hier im Aschheim-Museum über frühmittelalterliche Siedlung erzählen. Wunderbar, vielen Dank. Gerne. Wo fangen wir denn am besten an? Oder ich lasse dich einfach mal reden. Wir haben schon gesagt, ich habe so ein bisschen bis aktuell zeitlich noch nicht geschafft, eine Einführung zu geben in die Bajuwarenzeit. Drum würden wir mal damit einfach starten, damit jeder abgeholt ist und dann auch weiß, um was es heute überhaupt geht. Genau. Machen wir das so, genau. Also ja, Frühmittelalter, klar hat irgendwo, die Zeit der Bajuwaren hat natürlich irgendwo einen künstlich gesetzten Beginn, wie wir vielleicht auch alle schon wissen. Ne? Das ist natürlich im Nachhinein, setzt man immer gewisse fiktive Grenzen, einfach um Einordnungen zu schaffen. Aber es ist natürlich schon so, dass es hier eigentlich einen fließenden Übergang gibt aus der römischen Kaiserzeit, aus der Spätantike, muss man sagen, heraus, in das frühe Mittelalter. So kann man es im Grunde bayernweit verfolgen, auch hier ein bisschen in Aschheim, obwohl man sagen muss, ich sage euch vielleicht erstmal so ein bisschen ganz grob die Entwicklung bayernweit und dann, wie es hier speziell in Aschheim war. Also im Endeffekt ist es so, dass in der Spätantike, so im späten 4., frühen 5. Jahrhundert, nur noch ganz wenige Militärkastelle entlang der Grenzen, der damaligen Grenzen, also am Iller und an der Donau, kontrolliert werden, ist schon mit kleinen Abordnungen von eigentlich den Legionen und Auxiliareinheiten. Also es sind nicht mehr voll besetzte Kastelle. Auch in Regensburg zum Beispiel wissen wir aus der Notitia Dignitatum, dass die Legion nicht mehr in Regensburg steht, sondern nur noch maximal eine Vexillation, wenn dann überhaupt, sondern verlegt wird. Also es sind große Verschiebungen auch im Gange. Und es werden eigentlich fast nur noch in Rätien die großen, wichtigen Verkehrswege kontrolliert, so nach dem, was wir so da verstehen. Und im Endeffekt lässt das römische, zumindest soweit wir es wissen, Leben nach und nach, beziehungsweise konzentriert sich in die Städte, die wichtig sind, die auch kontrolliert sind, die überwacht sind. Und auf dem Land scheint es Unruhen zu geben. In welcher Form wissen wir nicht so ganz genau. Das führt dazu, dass eben auf dem Land die spätantike Besiedlung deutlich nachlässt, aber nicht ganz abebbt. Also wir haben hier zum Beispiel vor 2 Jahren im Nachbarort Kirchheim auch noch einen Brunnen ausgegraben mit Holzerhaltung, dessen Reparaturphasen noch ans Ende des 4. Jahrhunderts datieren. Das heißt, dass man wirklich auch noch im frühen 5. Jahrhundert mit Siedlung hier rechnen muss. Aber wie auch immer, wir haben immer noch so ein bisschen ein Bruch, sage ich jetzt mal, zwischen dem späten 4., frühen 5. Jahrhundert und letztlich dem späten 5. Jahrhundert, wo wir dann sicher hier mit bajuwarischer Bevölkerung rechnen können. Wird ein bisschen überbrückt mit solchen Dingen, Gräberfeldern wie Alten Erding, was aber auch ein bisschen später, nicht gerade im frühen 5. Jahrhundert beginnt, sondern in der Mitte des 5. Jahrhunderts. Es gibt ein ganz spannendes Gräberfeld, relativ neu ausgewertet von Johannes Sebrich, Altheim, das liegt an der Isar, bei Landshut in der Nähe. Und schauen wir mal, also möglicherweise die C14-Daten meinen, es würde schon oder sagen wir mal so, je nach Interpretation der C14-Daten könnte man es schon um 400 beginnen lassen. 420, 30 allerdings dürfte es sicher losgehen, also schon relativ früh, eigentlich zu einer Zeit, wo noch die römische, Kontrolle über das Land vorhanden ist. Dann ist es aber dann natürlich so, wie ihr wahrscheinlich wisst, 476 bricht ja offiziell sozusagen das Römische Reich zusammen, das Weströmische, muss man sagen, mit der Absetzung des letzten Kaisers durch Odoaker. Aber
Wahrscheinlich hat man hier davon nicht so wahnsinnig viel mitbekommen. Auf jeden Fall ist es so, dass damit aber sich natürlich schon grundlegende Dinge ändern. Das dauert ein bisschen, dann wird Italien von Theoderich übernommen. Und letztlich gehört unser Gebiet, unsere Provinz Rätien, dann auch zum Ostgotenreich des Theoderich. Also ist nominell wirklich noch Teil eigentlich des weitergeführten weströmischen Italiens. Ja, ja. Oder beziehungsweise des Weströmischen Reiches. Und das ist dann, ändert sich aber dann im 6. Jahrhundert, wenn letztlich, Theoderich stirbt und so weiter, aber wenn letztlich das Ganze an die Merowinger übergeben wird. Und damit rückt dann, also verändert sich letztlich diese Provinz und die Leute, die da nach wie vor sind, also reströmische Bevölkerung und auch Verschiebungen, die eben durch die, also Bevölkerungsverschiebungen, die hier passieren, durch wandernde Völker, der Völkerwanderungszeit, durch Nachbarn, die umziehen, sage ich jetzt mal ganz wertneutral, durch Langobarden, mit denen die Bajuwaren ganz enge Beziehungen schon durchaus, oder ja, nach und nach engere Beziehungen knüpfen, die dann auch vielleicht auch nach Bayern kommen und Bayern, die vielleicht auch aus, also Bayern, Leute, die hier leben, ne, von denen wir jetzt noch nicht so richtig einen Namen haben. Und da findet schon auch wahrscheinlich Austausch statt, es kommen Leute her, es ziehen Leute weg, ohne dass wir jetzt die so konkret benennen können. Und eigentlich erst im 6. Jahrhundert kriegen wir dann über die Schriftquellen überliefert, hier ne, zwischen Inn und Lech, zwischen Donau und irgendwo dem Alpenraum leben die Bajuwaren. Und das ist jetzt eine grobe Grenze, ganz abgrenzen kann man das nicht. Ist ja generell für die Zeit einfach... Also man hätte das natürlich immer gerne, so wie moderne Grenzen. So, zack. Aber moderne Grenzen sind moderne Grenzen. Genau, es sind moderne Grenzen und ich glaube auch damals gibt es ja vor allem diese Mischgebiete, wo man sich gar nicht so zugehörig vielleicht zu dem einen fühlt und es kann auch wechseln. Also das mit dem, wo man sich hinzugehörig fühlt, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, die wir leider so überhaupt nicht im Griff haben. Ja. Aber im Grunde das, was nominell so auch über Schriftquellen, auch über, das ist eh sehr wenig, aber da heißt es ja, ne, wenn du den Lech übertrittst, ne, dann kommst du ins Reich des Bajuwaren, dann tritt dir der Bajuware entgegen. Wie auch immer, es ist so ein bisschen, es gibt verschiedene Theorien, wer denn die Bajuwaren denn dann, also woher sich dieser Name und diese Gesellschaft dann gebildet hat. Aber im Endeffekt stellt sich immer wieder heraus, und das ist auch so ein bisschen die, soweit ich weiß, neueste Forschungsmeinung, dass es schon so ist, dass die Bajuwaren sich im Grunde auf dem Gebiet, wo sie heute, also wo man sie verortet, wo sie heute noch sind, nein. Ja, das ist ja ein großes Problem. Ja, das ist ein großes Problem, aber in diesem Raum sich hier eigentlich formiert haben. Also sprich, dass eigentlich letztlich die Entstehung des bajuwarischen Stammes hier vor Ort in Teilen der Grenzen der ehemaligen Provinz Rätien letztlich dann formiert haben und auch eigentlich im Grunde wahrscheinlich die Bajuwaren erst als solche benannt werden, vielleicht auch sich selber erst nach und nach später so benennen, nachdem sie einen Herzog bekommen haben, nachdem diese Eingliederung ins Fränkische Reich passiert ist und ihnen hier ein Herzog aus der Familie der Agilolfinger, wird hierher gesetzt quasi, weil weit weg von Köln, weit weg vom Fränkischen Reich. Und die Merowinger haben es gerne so gemacht, dass sie ihren Herzogtümer eingerichtet haben. Und davon ist eben Bayern eines. Und seitdem haben wir eigentlich im Grunde hier auch einen Namen. Wer jetzt die Leute genau konkret sind, also es sind sicher Reste von spätantiker Bevölkerung, wer auch immer das dann auch so genau war. Weil den großen Bevölkerungswandel haben wir eigentlich im 3. Jahrhundert. Aber das führt zu weit. Ja. Aber wer auch immer diese Leute dann waren. Und es gibt natürlich, wie ich schon gesagt habe, ne, so Nachbarn, die zuziehen, sage ich jetzt mal ganz so. Und wohl aus diesem Gemisch formieren sich dann die Leute, die später dann als Bajuwaren in den Quellen auftauchen. Ja. Deswegen ist es jetzt nicht so klar zu sagen, die sind von Osten zugewandert. Nein, kann man nicht. Im Gegenteil, gar nicht wahrscheinlich. Ja, und eben auch, wie du eingangs schon gesagt hast, aufgrund der wenigen Funde ja auch aus der Zeit. 5. Jahrhundert ist ein großes Problem. Genau, großes Forschungsproblem. Ja, liegt wohl aber auch daran, dass einfach die Gräber schlecht ausgestattet waren, also noch schlecht für unsere Verhältnisse, für das, was wir gerne hätten, schlecht ausgestattet waren. Also nicht viele Grabbeigaben dabei waren, wenn überhaupt welche. Und auch die Siedlungen lassen sich schwer erkennen. Entweder haben wir ein Problem, dass wir die Keramik schwer auseinander dividieren können, weil wir nur bestimmte Keramik im 5. Jahrhundert wirklich zuordnen können.
Ja, oder es gibt halt einfach sehr wenig Keramik und es gibt wahrscheinlich auch weniger dünne, also dünn besiedelte Ecken, nicht so viele große Siedlungen, wie es dann später. Also im 6. Jahrhundert merkt man so einen richtigen Input. Da merkt man so richtig, da müssen im Grunde auch nochmal Leute dazugezogen sein, zusätzlich. Mhm. Weil irgendwo sonst kriegt man diesen Schub vom 5. ins 6. Jahrhundert irgendwie nicht so ganz hin. Und was dabei schon auffällt, ohne das jetzt konkretisieren zu wollen, aber es ist ein ganz starker Bezug durchaus auch zu unseren südwestdeutschen Nachbarn da. Also dieser alemannische Raum ist schon einer, mit dem wir ganz eng verwandt sind, sage ich jetzt mal so, vom ganzen auch Schmuckstücken, von was hier rüberkommt, sage ich jetzt mal, was auch an Verbindungen da ist und was. Genau. Gut. Ja, und genau, in Aschem, sorry, was passiert in Aschem? Also wir sind hier, ne, wie ihr vielleicht wisst, vielleicht nicht alle wissen, im nordöstlichen Landkreis von München. Ne? Nur einfach mal das modern zu verorten. Wir blenden hier eine Karte ein, dann sieht man das im Nachgang. Aber genau, im Nachgang. Im nordöstlichen Landkreis München. Und es gibt eine besondere Situation, die dazu führte, dass im Grunde... Schau mal. Es gibt diesen Übergang hier von Aschheim ins Erdinger Moos. Und das Erdinger Moos war eigentlich bis ins Spätmittelalter nicht besiedelt. Aber hier am Rand vom Erdinger Moos, hier ist die Schotterebene, da ist das Grundwasser sehr hoch, weil es hier eigentlich zum Erdinger Moos hin, also austritt. Ne? Und hier waren eigentlich, hier ist so ein Gürtel, sage ich mal, einer idealen Zone zur Besiedlung. Und dieses Gebiet haben auch die Römer gerne benutzt, um hier Villae Rusticae zu bauen, denn man hat hier überhaupt keine städtischen Niederlassungen irgendwelcher Art, sondern man hat im Grunde Bauerngehöfte in römischer Zeit. Und man hat hier bei Föhring einen idealen, Entschuldigung, bei Föhring, so ganz genau habe ich es jetzt nicht, aber so ungefähr hier, grob hier, eine Möglichkeit des Isarübergangs, weil da eine Untiefe einfach auch ist, sodass man hier eigentlich einen sehr guten Weg entlang, eigentlich einer Gegend, wo man sehr gut an Wasser kommt, eine Ost-West-Verbindung eigentlich durch die Schotterebene schafft. Gleichzeitig ist natürlich an der Isar entlang eine Straße und Isar-Hochufer zumindest oder Isar-Bereiche sind auch besiedelt und es gibt diesen Hachinger Bach, wo auch einzelne Bauernhöfe, Bauerngehöfte sich dran niederlassen können. Und um diese Verkehrswege hier geht es eigentlich. Die waren besiedelt hier im Hinterland quasi der Münchner Schotterebene. Wer weiß, was wir noch finden. Aber ja, ne? Es wird ja eh viel gebaut gerade hier drum. Genau, aber das ist im Moment so ein bisschen der Stand der Dinge. Und hier gab es eben alle, eigentlich 3 bis 5 Kilometer spätestens, eigentlich alle 3 Kilometer eine Villa Rustica. Das heißt im Grunde Villa Rustica, eine ländliche Besiedlung, es sind bäuerliche ländliche Besiedlungen, wo man wahrscheinlich hier vor allem von der Viehzucht gelebt hat, was sich das am ehesten anbietet, wirtschaftlich was bringt. Selbstversorgung natürlich, aber die Viehwirtschaft wirft auch noch ein bisschen was weiter ab. Und diese Situation nutzen natürlich auch die Bajuwaren dann später, aber es ist so, dass erstmal hier eigentlich in dieser ganzen Region, ich sagte im Nachbarort Kirchheim, ungefähr hier gelegen, gibt es noch eine Besiedlung bis im frühen 5. Jahrhundert, aber dann scheint es hier einfach erstmal wirklich abzubrechen. Erding ist hier, also das Gräberfeld von Alten-Erding, was dann Mitte des 5. Jahrhunderts einsetzt, ne, ist hier oben, also ist nicht weit weg, das ist so ungefähr eine Tagesreise. Aber hier in diesem Raum scheint wirklich erstmal die römische Besiedlung im späten 4., frühen 5. Jahrhundert spätestens abzubrechen. Und die frühesten frühmittelalterlichen bajuwarischen Funde, die wir dann bislang hier haben, stammen eigentlich aus der Zeit um 500, vielleicht auch erst 510, 20. Aber früher, also wirklich so in diese Phase Altenerding, kommen wir hier nicht. Und das ist eben auch eine spannende Geschichte, weil man dann sich auch überlegen muss, okay, erstmal vermutlich wüst gefallen, ne? Und dann neu besiedelt. Gut, die Straßen wird es nach wie vor gegeben haben. Es ist ja nicht so, dass es dann komplett abreißt. Also das wird schon begangen gewesen sein, wie man immer so schön sagt. Ja. Aber es waren halt keine festen, zumindest nicht gut fassbare feste Siedlungen da. Zumindest nichts Größeres. Zumindest nach all dem, was wir heute wissen. Muss man schon immer wieder betonen, weil es kann sich von einem Moment auf den anderen eigentlich, da kriegt man dann auf einmal Gräber des frühen 5. Jahrhunderts. Hurra! Und dann ist alles anders. Aber hier beginnt dann eben um 500 eigentlich relativ schlagartig fast alle 5 Kilometer spätestens dann eine frühmittelalterliche Siedlung, also Aschheim, Kirchheim auf jeden Fall, Landsham, Gelting,
Pliening, überall da setzt Besiedlung ein. Und also Pliening vielleicht auch ein bisschen später, aber im 6. Jahrhundert wird hier das Ganze erschlossen. Und ja, da beginnt in Aschheim auf jeden Fall das frühmittelalterliche Gräberfeld. Und bei der Siedlung haben wir eben noch so ein bisschen das Problem, was wir in ganz Bayern haben. Die frühen Siedlungen des frühen 6. Jahrhunderts lassen sich einfach aufgrund des Materials, aufgrund der Keramik und deren Bestimmung und Einordnung mangels anderer wirklich klar ins frühe 6. Jahrhundert datierbarer Kleinfunde in den Siedlungen schwer datieren einfach und schwer den Beginn manifestieren. Ja. Ich glaube, dass auch oftmals das Problem ist, dass halt einfach vielleicht jetzt nicht ganz so eine lange Kontinuität da ist, aber dass wir, ja, dass die Dörfer und Städte, die wir heute haben, schon sehr früh entstanden sind und ja, vor allem wenn es ein bisschen ländlicher ist, da auch gerne mal nicht die Archäologie gerufen wird, wenn gegraben werden muss, weil ein Keller gebaut wird oder so. Und das ist ja die einzige Möglichkeit für uns, da überhaupt nachzugucken, wie es denn überhaupt ausschaut. Also ich glaube, das spielt generell fürs Mittelalter sehr stark natürlich mit rein. Das spielt, also da spielen mehrere, aber völlig richtig, es spielt total stark mit rein. Wir haben hier so ein bisschen das Glück, oder man muss vielleicht anders anfangen. Ihr wisst ja alle, ne, das Denkmalschutzgesetz ist erst 1973 ins Leben gerufen worden, also erst, das ist jetzt auch schon 50 Jahre her. Ne? Ja. Also ist eigentlich schon eine Zeit. Aber bis natürlich das Denkmalschutzgesetz wirkte oder wirklich Wirkung erfahren hat, das hat eine ganze Weile gedauert. Hier in Aschheim war man eigentlich schon sehr früh wirklich, bewusst. Bestimmte Personen waren sehr früh sehr bewusst, dass man hier wirklich eine spannende Vor- und Frühgeschichte vor sich hat. Liegt aber vor allem daran, weil Aschheim in den frühmittelalterlichen Schriftquellen sehr prominent lustigerweise erscheint. Also Aschheim gibt es nicht in römischen Schriftquellen, keine Ahnung, da taucht das nie auf. Es war viel zu marginal, irgendwie waren drei Bauernhöfe. Ne? Da gibt es wahrscheinlich noch nicht mal einen richtigen Namen dafür. Aber im frühen Mittelalter, also in den Schriftquellen, die alle im 8. Jahrhundert entstanden sind, oder in zwei Schriftquellen, die im 8. Jahrhundert entstanden sind, taucht Aschheim auf einmal auf. Allerdings eben nicht, wie es, sage ich jetzt mal, normalerweise bei solchen ländlichen Siedlungen passiert, dass irgendein Grundstückstausch da ist und bei diesem Grundstückstausch dann erwähnt wird, wo dieses Grundstück liegt. Im Nachbarort Dornach ist es der Fall, da wird es genauso, Dornach wird genauso erwähnt. Ne? Ein so und so großes Grundstück bei Dornach wird eben vertauscht und da taucht das erste Mal in dem Fall im 9. Jahrhundert dieser Ortsname auf. In Aschheim ist das ein bisschen anders, da taucht eben in diesen Schriftquellen des 8. Jahrhunderts Aschheim als Ort der ersten bayerischen Landessynode auf, 756, wo vielleicht sogar Herzog Tassilo, der damalige letzte Agilolfinger Herzog, hier eben auch möglicherweise anwesend war. Auf jeden Fall aber die Großen der großen bajuwarischen Familien, die auch im Lex Bajuwarorum erwähnt werden, aber auch wahrscheinlich die Bischöfe und Äbte der großen Klöster und der Bischofssitze, die es ja damals dann schon, also im 8. Jahrhundert schon gab. Oder gerade frisch gegründet worden sind. Und die treffen sich hier in Aschheim. Da denkt man sich, also das ist jetzt nicht so ein Ort, wo mal ein Grundstück getauscht wird. Also da ist irgendwie was los. Und kurz drauf schreibt der Bischof Arbeo in Freising die Lebensgeschichte des heiligen Emmeram, die 100 Jahre vorher gespielt hat. Da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Und der erwähnt eben auch Aschheim als der Ort, wo Bischof Emmeram dann, oder Heiliger Emmeram dann beerdigt wird, zunächst, weil er erstmal nicht nach Regensburg zurückkam. Und das ist auch, auf einmal taucht ein Ort auf, ne, der eine große bayerische Versammlung abhalten kann und der eine Kirche hat. Und nach der Erzählung, wenn man sie ernst nimmt, ne, und es spricht einiges dafür, dass man sie durchaus ernst nehmen kann, dürfte es in Aschheim 680-90 eine Kirche gegeben haben und diese wahrscheinlich sogar noch früher. Diese Erwähnungen haben schon Ende der 60er Jahre dazu geführt, dass ein gewisser Herr Dr. Dannheimer, der wahrscheinlich wirklich bekannt ist, weil er war später dann auch der Leiter der Archäologischen Staatssammlung,
und ist ein hochrangiger Frühmittelalter-Archäologe, aber hat hier relativ früh dann eben schon die ersten Forschungen unternommen an der Kirche von Aschheim, hat hier ausgegraben und konnte 7, sage ich jetzt mal, Vorgängerbauten der jetzigen Kirche nachweisen, bis eben in die Zeit um 600 zurück. Die erste Kirche um 600, ein Holzbau, ist natürlich umstritten, da kann man verschiedener Meinung sein. Andererseits die schriftliche Nennung, die Kontinuität vor Ort und dass es von Anfang an dort an dieser Stelle Gräber gab, sprechen schon sehr stark für eine Kirche. Und dieser, sage ich jetzt mal, Input Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hat schon dazu geführt, dass man etwas hellhöriger wurde, aber scheinbar trotzdem ein Bauernort, wo, andere Dinge, sage ich jetzt mal, Priorität hatten. Und erst in den 80er Jahren, als es auch einen Wechsel im Bürgermeisterbereich gab, also einen neuen Bürgermeister gab, fing das Ganze dann an, wirklich Fahrt aufzunehmen. Bereits 1986 gab es große, wirklich wichtige Ausgrabungen, die es wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob es die damals schon so gegeben hätte, wäre unser Bürgermeister nicht da gewesen, hätte gesagt, nein, das machen wir auf jeden Fall. Und der hat sehr viel dazu beigetragen, dass wirklich nicht nur die vom Landesamt für Denkmalpflege beauftragten Flächen untersucht werden, sondern dass wirklich ganz viel, fast alle Flächen angeschaut werden, die aufgezogen werden in Aschheim. Und das war ein wirklich ein Geschenk, weil dadurch konnte man wirklich sehr gut gerade die großflächigen Grabungen in den 90er Jahren dann auch untersuchen. Und dann griff immer mehr auf wirklich konsequente Arbeit des Landesamts für Denkmalpflege, das möchte ich gar nicht kleinreden, ne? Sondern es war halt einfach eine Entwicklung, die da erst so stattfand. Und man sieht auch, wie wichtig Politik zusätzlich halt unbedingt noch ist. Also unbedingt. Denkt man jetzt vielleicht als, ich sag mal, Normalo vielleicht gar nicht, weil man denkt, ja, es ist gesetzlich alles klar geregelt, aber man sieht schon an mehreren Beispielen, jetzt nicht nur Aschheim, wenn da jemand, in dem Fall jetzt Bürgermeister, gewillt ist oder der Archäologie freudig entgegentritt, dann gibt es da auch richtig krasse Forschungsergebnisse und nicht so dieses, bei uns war nichts, sage ich mal. Und da müssen wir als Archäologen Glück haben. Und man sieht es ja auch hier mit dem Museum, der Ort profitiert ja dann im Umkehrschluss auch wieder davon. Also es war natürlich derselbe Bürgermeister, der dieses Museum hier gegründet hat, ne? Also der, sage ich jetzt mal, gegründet hat, der den Anstoß dazu gegeben hat, der hier unbedingt ein Museum aufbauen wollte. Das war eigentlich eine seiner ersten Amtshandlungen, nachdem er Bürgermeister wurde. Und dann spielte ihm natürlich das wunderbar hinein, dass es dann auch gerade in der Zeit größere Ausgrabungen gab, wo dann auch noch wirklich für diese damalige Zeit spektakuläre Funde zutage traten. Ein römischer Brunnen mit Holzerhaltung, der erste, den wir 1986, den wir in dieser Form dann auch wirklich ausgraben konnten. Damals noch eine Ausgrabung vom Landesamt für Denkmalpflege. Aber das mit den Erkenntnissen wuchs natürlich auch immer mehr, wie soll man sagen, das Wissen um die Archäologie in Aschheim. Und dadurch ging es natürlich auch leichter, das Ganze gesetzlich besser, unterfütterter dann auch zu beauflagen. Und damit hat man letztlich diese Situation zum Glück, die wir heute hier haben, dass man wirklich in Aschheim, kommt noch was anderes dazu, aber dass in Aschheim wirklich ziemlich gut Bescheid weiß, wo Archäologie zu finden ist und wo nicht. In allen, sage ich mal, Wahrscheinlichkeiten, die es da gibt. Natürlich kann immer irgendwo was auftauchen, wo man nie mit gerechnet hat, aber eigentlich ist das Gebiet, wo was kommt, recht gut abgesteckt. Liegt auch daran, dass natürlich die Luftbildarchäologie hier in der Münchner Schotterebene so gut funktioniert. Ja. Also da spielen schon diese zwei Dinge wirklich ganz wichtig mit rein. Ja, wir waren stehen geblieben so ein bisschen, wie begann das Ganze? Warum gibt es hier so viel? Es gibt wirklich viel Archäologie hier. Es ist wirklich viel auch ausgegraben worden in den 90er Jahren, 2000er Jahren. Es ist natürlich Umland von München. Das Ganze wächst unglaublich. Wenn man sich jetzt hier mal die Karte der Ausgrabungen, bis 2015 ist das allerdings nur, da sind die neueren noch nicht mit drauf. Genau, also die roten Flächen sind eben die ausgegrabenen Flächen. Hier oben ist dann eigentlich nur noch Neuzeit oder gar keine Archäologie mehr drin. Da sind interessante ortsgeschichtliche Aspekte noch dabei. Aber archäologische Befunde sind hier eigentlich im südlichen Teil. Liegt daran, weil man hier schon im Grunde an der Moosgrenze ist, wo es feucht wird und wo man dann nicht mehr gesiedelt hat. Aber natürlich, diese ganzen untersuchten Flächen zeitigen dann noch ganz andere, sag ich mal, Ergebnisse, als wenn man nur sehr kleine, punktuelle Ausschnitte hat, sodass wir zum Teil auch wirklich große, großflächige Siedlungen des frühen Mittelalters hier erfassen konnten. Es war wirklich auch ein Glücksfall hier im Jahr 2011-12 im
östlichen Ortsteil von Aschheim, wo wirklich eine komplette Siedlung neu erschlossen wurde und wir das Glück hatten, dass wir es durchsetzen konnten, gemeinsam mit wirklich großen Unterstützung des Landesamts für Denkmalpflege, beziehungsweise da war wirklich eine super Zusammenarbeit vorhanden, dass wir es durchsetzen konnten gemeinsam, dass die Fläche flächig untersucht wird und nicht jede Bauparzelle einzeln. Ja. Und das führt eben dazu, dass wir wirklich mal hier auf einer größeren, man sieht es ja, das sind 50 Meter, fast 200 Meter in Ost-West-Richtung und eigentlich genauso, eigentlich noch länger hier runter in Nord-Süd-Richtung komplett frühmittelalterliche Siedlung freilegen konnte. Ähnlich war es schon die Jahre zuvor, in den 90er Jahren nördlich davon, aber hier verdichtet sich das nochmal ganz, deswegen habe ich diesen Plan so mal mitbekommen. Also wie gesagt, auch nördlich davon konnten wir fast flächendeckend diese frühmittelalterliche Siedlung dann ausgegraben werden. Und hier ergeben sich dann halt... Ich wollte nur sagen, genau, dass man das auch mal begreift, wenn man vielleicht ganz fachfremd ist, was man... Ja, alles gut. Du musst einmal ein bisschen eingreifen. Ja, alles gut. Ja, ich merke das selber immer, wenn man da so gefangen ist in seinem Fach. Also klar, hier wird der Boden abgezogen. Ich schwenke nachher mal ganz kurz die Kamera, denn hier im Museum ist das auch schön im Boden eingelassen, wie sowas in der Münchner Schotterebene ausschaut. Wir haben hier noch ein schönes Foto vielleicht, wie man das genau sehen kann. Also das eine war jetzt natürlich der Plan und so schaut dann eine archäologische Grabung aus. Und ihr seht schon, hier sind überall dunkle Verfärbungen im sogenannten natürlich anstehenden Boden. Das heißt, habe ich mein Haus mit meinen Holzpfosten gebaut oder in dem Fall eben Grubenhäuser, dann tiefe ich das natürlich ganz tief ein oder halt zumindest unter die 40 cm Humusschicht, in etwa, kann natürlich variieren. Und wenn das Ganze dann vergeht, aufgegeben wird, verbrennt oder was auch immer, haben wir trotzdem heute noch die Reste im Boden. Und der geschulte Archäologe, Archäologin kann dann natürlich noch unterscheiden, ist das jetzt ein Baum oder ist das ein Pfostenloch? Ist nicht immer ganz einfach, aber man sieht, hier passiert schon viel. Ich hatte zum Beispiel auch Flächen, da sind dann drei Pfostenlöcher und vielleicht ein Grubenhaus oder so. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf den hier oben, den Plan, dann sieht man mal, wie ultra viel hier ist. Und man muss sich natürlich vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie es hier abgelaufen ist, aber nach Vorschrift oder Plan muss jedes rote Kringelchen ist ein Pfostenloch. Und jedes davon muss bearbeitet werden. Das ist auch gemacht worden. Wunderbar. In dem Fall hier schon. Ja, und da kann man sich dann auch mal vorstellen, was so eine archäologische Grabung überhaupt dann mit sich bringt. Also das ist jetzt nicht mal schnell von heute auf morgen gemacht und drum, um nochmal auf das von vorweg eben zurückzukommen, ist es halt leider oft so, dass wenn sowas gefunden wird, während des Baus und nicht vorab als Denkmal eingetragen ist, dass gewisse Bauleute eben da geneigt sind, das dann schnell wegzumachen, weil das alles zu bearbeiten, verzögert das Ganze natürlich immens. Außer man macht das so wie zum Beispiel hier, wo eigentlich ziemlich klar war, also fast wirklich auf das Grubenhausanzahl genau klar war, okay, wie viel archäologische Befunde, Pfosten natürlich nicht, die kann man nicht so gut sehen im Luftbild, aber die Grubenhäuser und die Brunnen konnte man im Luftbild schon sehr gut erkennen, also konnte man die Dichte der Siedlung hier schon relativ gut abschätzen, dank der guten Luftbildbefunde, so dass man hier wirklich die Grabung, den Grabungszeitraum sehr großzügig gesetzt hat und das eben vorher abgezogen wurde. Also es gibt immer die Möglichkeit, wenn das ganze Genehmigungsverfahren ab einem bestimmten, also Genehmigungsverfahren für den Siedlungsbau, Entschuldigung, der modernen Siedlung, nicht der alten, der modernen Siedlung, in einem gewissen Punkt ist, kann man einen archäologischen Vorabschub beim Landratsamt, also unserer unteren Denkmalschutzbehörde, die das Ganze dann beauftragt, einreichen. Und das wurde hier gemacht und deswegen konnten wir hier wirklich ein halbes Jahr eigentlich vorher, ich weiß es nicht mehr genau, müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber eine gute Zeit vorher schon letztlich den Oberboden abziehen, sodass man
in Ruhe oder im normalen, sage ich jetzt mal, in der normalen Ruhe einer Notgrabung letztlich diese Befunde abarbeiten konnte, so dass man hier jetzt nicht unter diesem Totaldruck stand, so von wegen, wir müssen morgen anfangen zu bauen, ja, ihr müsst jetzt noch super schaffen, was ihr schaffen könnt, sondern es war wirklich eine geplante Geschichte, so dass auch überhaupt keine Verzögerung im Bau stattfand. Also die Bauherren, die hier jetzt ihre Häuser gebaut haben, haben letztlich davon nichts gemerkt, wenn man so möchte. Super. Also keine, ja, genau. Und so kann man das schon machen. Das braucht einfach gute Planung, gute Absprache, auch mit dem Landesamt für Denkmalpflege, gute Vorsicht, sage ich mal, Voraussicht. Ja. Also ja, Vorsicht im Sinne von Voraussicht, und dann klappt das schon. Ja. Genau. Was man hier aber, und das wirklich der Vorteil von so einer großflächigen Ausgrabung ist, dass man hier Strukturen sehen kann in der frühmittelalterlichen Siedlung. Das ist hier jetzt vielleicht schon 6. Jahrhundert, vor allem 7. Jahrhundert und wohl noch bis ins 8. Jahrhundert reinreichend. Aber man kann eigentlich mit dem 6. Jahrhundert schon auch rechnen. Es ist ganz spannend. Man sieht Strukturen, wenn man sich so flächig hat, wie hier vermutlich Wege, die durch die Siedlung führen. Hier unten sind nur noch vorgeschichtliche Hausgrundrisse. Das hat man natürlich auch immer. Wir haben hier nicht nur pur frühes Mittelalter, ja, sondern hier ist auch Latenzeit mit drauf, Siedlung. Und ein bisschen römisch ist auch noch, spielt hier auch noch, spukt hier auch noch mit rum. Aber diese Wegestruktur sieht man. Man sieht, hier ist ein kleines Gräberfeld von Hofgrablegen des 8., vielleicht sogar 9. Jahrhunderts, die hier so ein bisschen an einer vielleicht Wegesituation dann auch liegen. Hier sind auch eine kleine Gruppe Hofgrablegen. Wir haben hier einige Grubenhäuser, die immer jeweils wahrscheinlich zu einem Hofareal gehören, und Brunnen, die auch zu Hofarealen gehören. Und dann hier, wie man sieht, auch drei Brunnen sehr eng beieinander. Das spricht stark dafür, dass genauso wie dieser Hausgrundriss, der ja voll mit Pfostengruben ist, ihr seht oder Sie sehen, dass hier ganz viele ganz eng gesetzte Pfosten zu erkennen sind. Das heißt, dieses Haus ist wahrscheinlich mehrfach umgebaut worden. Mhm. Also sprich, Mehrphasigkeit. Die Bewohner sind über 20, 30 Jahre deutlich drüber da geblieben, sodass sie ihr Haus erneuert haben. Dafür sprechen natürlich auch die drei Pfosten und im Grunde auch die vielen Grubenhäuser hier. Man kann wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass hier, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Grubenhäuser gleichzeitig gestanden haben. Das sind vielleicht nur 2, 3. Ja. Die sind dann morsch geworden nach 10, 20, 30 Jahren, je nachdem, wie der Untergrund, welche Nutzung und so weiter. Und dann hat man ein neues gebaut und das alte halt zugefüllt. Ebenso bei den Brunnen. Irgendwann ist der Brunnen dreckig geworden, das Wasser war nicht mehr ordentlich. Da hat man halt daneben einen neuen gegraben und hat den alten mit dem Müll vollgefüllt. Ja. Und das ist das Schöne, dass Sie das mit dem Müll vollgefüllt, ja, haben. Genau. Denn so haben wir diese Funde, vor allem auch die, die ihr hier da im Hintergrund in der Vitrine seht, die vielfach aus den tieferen Befunden stammen, eben aus den groben Häusern oder auch aus den Brunnen dieser Siedlung. Nicht nur dieser, sondern aus Aschheimer Siedlungen, aber dieser Ausschnitt, den ich euch gerade gezeigt habe, ist einfach, sage ich mal, der, wo man am meisten sehen kann, wo man am meisten wirklich auch so eine Siedlung oder so einen Siedlungsteil erfassen kann. Und eben aus den tieferen Befunden, wie den groben Häusern und den Brunnen, stammen eben hier auch mal größere Segmente von Keramik, weil wahrscheinlich halbe Töpfe oder sowas dann auch mal da reingefeuert wurden, weil sie kaputt waren, ja, und einfach im Müll waren. Oder auch, sieht man das da unten so ein bisschen? Es geht, also ups, auch, oder? Moment, ich kippe das mal schnell. Also, oder auch einfach, klar, das klassischerweise, bei uns schaut der Müll nicht mehr ganz so aus, aber das hier ist klassischer Müll, sage ich jetzt mal, im Frühmittelalter. Genau. Also Speiseabfälle, Abfälle von, ja, verschiedenen handwerklichen Tätigkeiten, die man dann eben noch gemacht hat, an Geweih zum Beispiel hat man hier ein halbes Geweih entsorgt. Warum man das entsorgt hat, weiß ich nicht, da hätte man noch was draus machen können, aber Teile davon hatte man schon abgesägt und wohl weiterverarbeitet. Und man hat hier auch jede Menge Tierknochen eben in dem Brunnenschacht, das stammen jetzt hier aus einem Brunnenschacht, gefunden, die eben von den Tieren stammen, die gegessen wurden. Und vor allem auch Teile hier beinhalten, oder sehr viele Teile beinhalten, wie eben, ihr seht, Zähne, ne? Die einfach auch vom Kopfbereich stammen, wo wenig Fleisch ist, was man verarbeiten, nutzen kann, und sehr viel Knochen sind letztlich, die halt dann übrig bleiben, ja, mit denen, genau, man nicht viel, also, gemacht, man, hat. Man hat gut recycelt sozusagen, ja, in der Zeit und alles, ja, verwendet, was ging. Was so ging, und, aber dann ist halt natürlich noch einiges dabei. Genau. Man sieht hier ganz schön auch an einigen Knochen so ein bisschen Schnittspuren, Zerlegspuren, Hackspuren. Und kann dann natürlich auch ganz viel sagen über, in welchem Alter wurden die Tiere geschlachtet, wie wurden die Tiere geschlachtet, welche Teile wurden vor allem gegessen, welche Teile wurden bevorzugt und so weiter. Also das, der ganze Bereich der
Archäozoologie, die Leute, die sich eben um die Tiere im Frühmittelalter kümmern, um die Verwendung und Domestikationsgeschichte und, können sich hier wunderbar austoben. Das ist nämlich ganz spannend eigentlich. Ja, aber es ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema. Können wir einen ganzen Vortrag nur über Tierknochen und... Und was eben auch sehr schön ist, manchmal sind dann eben in Grubenhäuser und Brunnen noch Funde mit reingeraten, die man vielleicht nicht verlieren wollte, wie solche Nadeln, zum Teil auch Nadeln, also die sind wahrscheinlich ein bisschen jünger, kennt man eigentlich aus dem 8. 9. Jahrhundert aus Gräbern, sogenannte Sacknadeln, die halt hier auch vielleicht ein Leichentuch verschlossen haben, die aber hier eben in Befunden des Frühmittelalters auch in der Siedlung gefunden wurden. Verschiedene Formen von Riemenzungen, lustigerweise Riemenzungen einer Art, wie man sie selten in Gräbern findet. Diese eine dürfte eine frühe Tierkopfriemenzunge sein, aus dem 8. Jahrhundert, also hier auch ein Perlrandnieten, spätes 7., 8. Ja. Jahrhundert vielleicht. Ganz kurz nochmal, also Riemenzunge ist ein... Alles gut. Riemenzunge ist ein Teil, also ein Gürtelbestandteil, ein Gürtelbeschlag und das der Abschluss von... Der Abschluss eines Gürtels, den man dann durch die Schnalle ziehen kann, ne? Und damit man ihn gut durch die Schnalle ziehen kann. Und weil er auch vom, also aus, ein bisschen am Bein herunterhing und auch ein Schmuckstück letztlich darstellte, war er oft ein bisschen feiner gestaltet und auch aus Metall, Eisen oder Bronze, je nachdem. Und da gibt es eben diese kleinen Nieten, an denen die Riemenzungen, also die metallenen Bestandteile des Gürtels, am Gürtelleder befestigt waren. Und da hat man eben im späten 7., frühen 8. Jahrhundert die Mode, dass man kleine, so wie so Blütenrosetten ausschauende Bleche unter die Nieten noch gelegt hat. Und das nennt man Perlrandnieten. Und da haben wir hier auch ein schönes Exemplar. Da weiß man ja immer ganz gut, dass man so in dieser Zeit, spätes 7., frühes 8. Jahrhundert, sich eben bewegt. Teile von Pferdegeschirr, wohl auch eben aus dieser Zeit. Das ist auch ganz spannend. Trense und irgendwo ein Riemendurchzug, der wahrscheinlich am ehesten vom Pferdegeschirr stammt. Ja. Das ist immer so ein bisschen Rätselraten, keine Ahnung, aber das ist auf jeden Fall ein Trensenteil, das vermutlich des 8., vielleicht sogar frühen 9. Jahrhunderts, wissen wir nicht so ganz genau, also ich würde es jetzt mal so ins eher 8. Jahrhundert stecken, nach all den Vergleichen, die ich da gefunden habe. Mhm. Aber es ist ein bisschen... Viel gibt es da nicht. Ja. Und dann gibt es noch so nette Sachen, die vermutlich auch römische Altstücke sind, so kleine Sonden und so Spatel. Oder, ja gut, bei diesen Schlüsseln, bei der Nummer 15, das könnte ein römisches Altstück sein, der äußere. Der vordere, das dürfte sich doch eher dann um ein frühmittelalterliches Exemplar von einem Schiebeschloss handeln. Klassisches entweder Haustürschloss oder von einer größeren Truhe könnte man das durchaus auch annehmen. Ist dann schlecht, wenn man das im Brunnen verliert. Das ist schlecht, wenn man es im Brunnen verliert. Ja. Da braucht man dann den Schmied seines Vertrauens, der ihn dann einen neuen Schlüssel macht. Unbedingt. Und den braucht man dann auch vor Ort. Ja, und dann gibt es noch so ein paar nette Spezialdinge, wie hier unten. Ich weiß nicht, sieht man das? Wir gehen einfach mal, also ich habe leider gerade aktuell nur ein Standbild, aber... Hier unten, ne? diese Platte mit den Kreisaugenverzierungen, die ihr da seht, das ist eine Platte aus Geweih, wahrscheinlich Rothirschgeweih, die so geschnitzt wurde und dann eben mit diesen Kreisaugen versehen wurde und hier auch so mit so Randleisten, Linien dekoriert. Und die hat ganz viele Löcher drin und die Löcher stammen von kleinen Nieten, mit denen diese Platte auf etwas befestigt war. Und solche Platten kennen wir auf jeden Fall von hölzernen Kästchen, die mit solchen Platten dann versehen wurden als Außenschmuck. Also das ist quasi ein ganz einfacher Holzkasten, der dann aufgewertet wurde durch solche Beinplatten, die man daran gesetzt hat. Die gibt es auch aus kirchlichem Zusammenhang, auch mit ganz tollen, die gibt es auch mit Elfenbeinen. Aber das hier ist nur eine ganz einfache aus Rothirschgeweih. Aber dennoch, solche Objekte hat man eigentlich nicht so im normalen bäuerlichen Zusammenhang, landwirtschaftlichen Zusammenhang, sondern eigentlich eher so im Milieu von Kirchen, Kirchenschätzen oder auch, ich sage jetzt mal, höfischen Umgebungen, also wo es ein bisschen mehr als die alltägliche Arbeit ging, wo man sich sowas auch leisten konnte. Sowas kennen wir auch, es gab Beigaben auch mit metallenen Beschlägen und so, aber das hier ist ein bisschen eine andere Geschichte. Und das zeigt im Grunde auch, dass in der Siedlung so an ein paar Spuren, an ein paar Indizien, vielleicht dieses prächtige Pferdegeschirr, aber sicher diese Beinplatte, auch erkennbar wird,
Wasserschein eigentlich war, als es im 8. Jahrhundert ne, dann auf einmal als Synodialort in den Schriftquellen auftaucht. Ja. Also da sind schon in den Funden so ein paar Indizien zu finden. Dann gibt es noch ein Indiz hier bei dieser großen, bei diesem Ausschnitt letztlich der Siedlung hier unten. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, ne? Da sind lauter Pfosten in Reihe und zwar in drei Reihen. Das ist ein etwa 80 Meter langes Gebäude. 70 bis 80 Meter, ich glaube 83 Meter sind es. Also 80 Meter langes Gebäude, was hier auch ein Grubenhaus schneidet, also was sicher irgendwo ins 7., 8. Jahrhundert gehört. Mhm. Also das Grubenhaus ist frühes 7. und das gehört, ist später auf jeden Fall, aber wann genau wissen wir nicht. Und was dann aber hier vermutlich auch noch einen Hof entweder schneidet oder von dem überschnitten wird, das ist auch nicht so ganz klar. Aber das ist eben ganz interessant, dieses Gebäude hier schließt eigentlich diese frühmittelalterliche Siedlung hier oben ab. Hier unten kommen nur noch vorgeschichtliche Befunde, was man sehr deutlich sehen kann. Also hier, das ist ein keltisches Haus, ne? Hat das 1000 Jahre vorher, das gab es nicht mehr, das wussten die gar nicht, dass es da jemals stand. Also dieses lange Ding hier schließt diese Siedlung nach unten so ein bisschen ab. Und das ist auch eben sehr spannend, wenn wir davon, ja, es ist ein Sondergebäude, ne? Das ist sicher kein Wohnhaus gewesen. Es könnte zum Beispiel ein Stall gewesen sein oder irgendwo ein Lagerhaus vielleicht. Mhm, ja. Lagerhaus ist ein bisschen schwierig, denn diese klassischen Lagerhäuser sind eigentlich immer dreischiffig, damit man in der Mitte einen Gang hat, wo man rechts und links dann eben Produkte lagern kann. Ne? Zweischiffig ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Also auf jeden Fall ist es sehr auffällig, passt zu einer solchen Einordnung von Aschheim als eine Art Zentralort im frühen Mittelalter, im spätestens 7., aber im 8. Jahrhundert auf jeden Fall, also frühestens 7., aber im 8. Jahrhundert auf jeden Fall. Und man könnte jetzt ein bisschen eben sich überlegen, vielleicht war das ne, für die Teilnehmer der Synode der Pferdestall, oben drüber wurde Heu gelagert und hier war das Zeltlager. Ne? Ja. Also, jetzt mal, ja. Wenn man ein bisschen seine Fantasie spielen lässt. Wir haben keine Hinweise auf ein Zeltlager hier, wir haben ja auch keine Streufunde mehr, das ist einfach alles weg. Aber es ist einfach, was macht man mit so einem Gebäude? Man muss ein bisschen seine Fantasie spielen lassen. Ja. Gibt es da Vergleichsfunde irgendwie? Vergleichsfunde von solcher Architektur? Ja, also es gibt natürlich diese nordischen Hallen in Norddeutschland. Ne? Das sind aber eine ganz andere Zeit, also zeitlich vielleicht ähnlicher Kontext zum Teil, aber sind auch architektonisch zum Teil anders, kriegen aber diese Größen, also diese großen Dimensionen. Ja. Sind auch zum Teil zweischiffig, aber sind auch zum Teil noch größer. Okay. Und natürlich in Norddeutschland eben auch in einem bisschen anderen kulturellen Zusammenhang. Ja. Es ist schwer zu beurteilen. Ja. Diese Größen haben natürlich diese spätrömischen Lager dann auch oder auch spätmittelalterliche Lagerhäuser, die aber dann eben meistens dreischiffig sind und nicht zweischiffig. Okay, Also die großen Horia, sagt man dazu, also so Getreidelagerspeicher, die sind schon auch mal durchaus so groß. Okay. Aber im Frühmittelalter hier bei uns... Ja, eben, also mir ist jetzt nichts anderes so bekannt. Ja, es gibt noch ein Gebäude in der Nähe von Erding in am Burgrhein, wie heißt das? Entschuldigung, weiß ich jetzt gerade nicht. Bei Erding. Bei Erding, in der Nähe von Erding. Das ist möglicherweise ein ähnlicher Bau. Nur da hat man leider das Problem, dass man nicht ganz so großflächig ausgraben durfte. Und da sind halt Unterbrechungen drin. Okay. Und damit ist leider die Argumentation schwierig, weil man weiß nicht, sind das zwei Häuser hintereinander? Ja. Fehlt da was dazwischen? Ja. Oder hängt das wirklich alles zusammen? Mhm. Buch am Buch rein, danke. Okay. Jetzt fällt es mir ein. Aber das ist, möglicherweise gibt es sowas mehrfach, aber in dieser auch die Siedlung abschließenden, also nach Süden abschließenden Weise, haben wir es bislang in der Schotter oder eigentlich in Südbayern nicht. Ja. Also es ist spannend, es bleibt spannend. Ja. Sollen wir? Wir können ein Stückchen weiterziehen. Vielleicht noch, Entschuldigung, ganz kurz, ganz kurz, ja, alles gut. Bevor wir weiterziehen. Wenn wir jetzt über den Ort im 7. Jahrhundert vor allem reden, dann kann man sich vielleicht vergegenwärtigen, das Ganze war nicht so klein. Wir haben jetzt diesen Ausschnitt hier hinten gesehen, wir können auch in die Medienstation. Ja, wir versuchen das jetzt mal. Wir versuchen das jetzt mal in der Medienstation, also im Museum. Genau, weil ihr kommt natürlich, wenn ihr mal hierher kommen solltet, beziehungsweise nach München kommt, dann kommt ihr einfach auch hierher. Schaut vorher auf der Homepage.
aschermuseum.de einfach bei Google oder aschermuseum einfach googeln und dann kommt die Homepage als allererstes. Genau, der Link ist auch im Chat drinnen, einfach gucken. Genau, da sind die Öffnungszeiten, die sind ein bisschen kompliziert, aber lasst euch nicht verschrecken, kommt einfach her. Wenn man sich jetzt das mal anschaut, also was wir gerade hier gesehen haben, und ihr seht, wie viele Pfostenlöcher das waren, das ist hier dieser kleine Ausschnitt. Dieser, eigentlich ziemlich da, wo mein Finger liegt. Seht ihr das? Ja, ziemlich da, wo mein Finger liegt. Und das hier ist alles, was hier violett ist, ist die Ausdehnung der frühmittelalterlichen Siedlung Aschheim, soweit wir sie heute kennen. Wie komme ich auf diese große Ausdehnung? Diese Luftbildbefunde, die man hier vor der Ausgrabung gesehen hat, setzen sich hier und hier fort, sodass man eigentlich durch die Luftbildbefunde hier nach Osten eigentlich ganz gut sagen kann, wo die Siedlung endet. Und dann haben wir hier in diesen Wohnbaugebieten auch archäologische Ausgrabungen in den 90er Jahren haben dort stattgefunden, sodass man hier auch auf jeden Fall teilweise die sehr dichte Siedlungsbefunde hat. Und dann ist natürlich das Problem, hier unten gibt es auch noch zum Teil flächigere Grabungen, aber dann seht ihr natürlich auch, das hier ist der Altort. Und wenn man jetzt hier auch meinetwegen 1970 noch mit einblendet, dann seht ihr, hier ist eigentlich der Kern des spätmittelalterlichen Ortes Aschheim. Und da sind natürlich viele Dinge durch eigentlich ständige Überbauung verloren gegangen. Also wie können wir hier die Ausdehnung genau erfassen? Wir schauen uns hier an, alle Ausgrabungen, die in Aschheim und Dornach, aber vor allem in Aschheim stattgefunden haben. Und ihr seht hier vielleicht, das ist ein bisschen durch die Nummern verdeckt zum Teil, aber es gibt viele so kleine Ausschnitte, Gärten, die bebaut wurden, Stadel, die abgerissen wurden, Innenhöfe, die saniert wurden und so weiter, wo man immer wieder kleinere Ausschnitte von der frühmittelalterlichen Siedlung erfassen konnte und daher weiß, ah ja, da war auch noch Siedlung. Und es gibt natürlich hier die Kirche, ne? Die Kirche St. Peter und Paul in Aschheim. Es ist jetzt keine spektakuläre Kirche, denn der letzte Neubau fand 1937 statt. Aber man muss sagen, dieser Teil hier der Kirche ist noch der alte spätgotische Teil aus dem 15. Jahrhundert. Und hier vor der Kirche sieht man vielleicht so ein bisschen so bunte Dinge im Pflaster. Da hat auch unser Altbürgermeister, dem wir viel zu verdanken haben, ich hatte von dieser Kirchengrabung von Herrn Dannheimer gesprochen, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und hier hat er eben ausgegraben und seine Erkenntnisse von den Vorgängerbauten, da hat der Altbürgermeister eben diese Vorgängerbauten, die Fundamente sozusagen in verschiedener Farbe im Pflaster nachgelegt, sodass man hier ein bisschen die Kirchengeschichte auch erfahren kann. Es gibt auch ein kleines Fenster, das ist allerdings an der, nicht so guten Stelle. Das ist außen, da hat man dann eine moderne Sakristei angebaut. Und es gibt hier so ein bisschen eine Infotafel zur Kirchengeschichte, die aber dann natürlich auch hier im Museum nachvollziehbar ist. Also wir haben hier am Rand dann auch noch die Kirche. Am Westrand der Ausdehnung der Siedlung. Und wir haben hier noch so ein bisschen so einen komischen, hier ist das Gräberfeld. Es gibt ein großes Gräberfeld mit 444 ausgegrabenen, aber wohl ursprünglich mal so um die 600 Bestattungen des frühen Mittelalters, des eben frühen 6. um 500 beginnt, bis eben ins 7. Jahrhundert hineinreichenden Zeit, also über knapp 180 Jahre belegt. Es gibt ein zweites kleines hier unten. Es gibt auch eine zweite kleine Siedlung hier unten, von der wir noch nicht so genau wissen, wie die mit der großen hier zusammenhängt. Nur hier dazwischen gibt es keine frühmittelalterliche Siedlung. Also das ist schon ganz witzig noch. Das sind noch ungeklärte Dinge. Und ob das hier alles so zusammenhängt, ist auch ein bisschen schwer zu sagen. Wir wissen nur, dass wir hier und hier und hier immer wieder auch frühmittelalterliche Befunde haben. Es hängt vermutlich zusammen. Und dann gibt es immer wieder kleinere Hofgrablegen, eben des 7., 8., vielleicht sogar 9. Jahrhunderts in der Siedlung. Also sprich, das hier ist nicht gleichzeitig. Wenn das Gräberfeld hier aufgelöst wird, beginnen die Menschen ihre Toten an ihren Höfen, in der Siedlung, an Straßenkreuzungen, an vielleicht sogar prominenteren Stellen, wie auch immer, auch welchen Kriterien das ausgesucht wird, wissen wir nicht, aber ihre Toten dort zu bestatten. Noch nicht alle durften bei der Kirche bestatten. Die Kirche ist noch so ein Thema. Da gucken wir jetzt vielleicht dann auch gleich hin. Ne? Ja. Aber damit ihr mal so eine Vorstellung habt, Aschheim war wirklich im Frühmittelalter ein großer Ort. Also der Ort, an dem die Synode 756 stattfand, war flächenmäßig groß und dürfte auch so
immer schwer, Einwohner zu schätzen. Ne? Wenn man das mal hochrechnet vom Gräberfeld, und wir wissen aber nicht, weil ein Teil des Gräberfeldes ist durch eine Kiesgrube zerstört worden, wir wissen nicht, wie viele Gräber es wirklich waren. Mhm. Wenn man mal vorsichtig von 600 Personen ausgeht, und das sind jetzt aber die Verhältnisse des 6. und 7. Jahrhunderts, dann haben wir so um die 100, 120 gleichzeitig lebende Personen. Das gibt so eine Berechnungsformel. Mhm. Jetzt nur mal als, sagen wir mal, Hausnummer. Ja. Vielleicht waren es auch 200 Personen, die im 8. Jahrhundert hier gelebt haben. Ne? Aber so, das waren keine 1000 und das waren keine 20. Ne? Also damit man mal so... Ja, ist wichtig, bisschen, ne? Weil es ist schwierig, sich das vorstellen zu können. Ne? Ja, und weil ich hier auch gesagt habe, ne? Pferdestall und vielleicht auch Lager. Wenn man sich vorstellt, meinetwegen, man geht von 200 Personen aus im 8. Jahrhundert, 756 bei der Synode. 200 Personen und da kommen Gäste. Und es kommen wahrscheinlich so, also man weiß auch nicht, wie viele bei so einer Synode anwesend waren. Aber wenn man mal alle Bischöfe zählt, alle Äbte, die wichtig sind und alle Großen des Hauses, vielleicht noch Tassilo und ein bisschen Gefolge dazu, also ich denke mal, mit mindestens 50 Leuten darf man schon rechnen, wenn es nicht also, vielleicht mehr waren. Ich wollte gerade sagen, also das, wenn man jetzt sagt, man hat 20 wichtige Leute, kommen da bestimmt, also viele im Tross nochmal dazu wahrscheinlich. Und vermutlich. Aber also sicher sagen kann man es halt nicht. Ne? Das ist das. Ja, gerade fürs, aber fürs 8. Jahrhundert ist es so schwer. Ja. Ich meine, man kann da einfach nicht. Sollte es sein oder war es, dann heißt es in der Realität wahrscheinlich auch wieder anders gewesen. Genau. Ja. Aber ich sage jetzt mal, wenn man mal von 50 Leuten rechnet, dann kommen 50 Leute zu 200 Leuten dazu. Das ist schon ganz schön heftig. Wenn man die ein paar Tage bewirten muss, die essen einem schon ganz schön was weg. Die muss, also es muss ein Ort sein, der, wo Getreide gelagert wurde. Es muss ein Ort sein, wo man Heu lagern konnte oder genug Wiesen hatte für die Tiere, die dann, Pferde, die da wohl auch mit dem Tross mitkamen, wo man wirklich auch die Leute versorgen konnte. Mhm. Und das heißt, da eigentlich diese ganze Organisation auch im Vorfeld, dass man genug Vorräte hat für diese Woche, Fragezeichen, die Leute da waren, das war auch die Frage, die nächste, die wir nicht wissen, wie lange dauert sowas, so eine Synode. Ja. Aber dass man da jetzt schon Vorräte hat und im Grunde heißt das Ganze, wenn man es mal zusammenfasst, dass man an dem Ort seine Synode stattfinden lassen kann, dass der Ort Vorratshaltung betreibt für so etwas, muss im Grunde der Herzog irgendwie Verfügungsgewalt über diesen Ort gehabt haben. Ja. Und sei es nur temporär, aber er muss, weil wie soll man sonst die sowas organisieren? Ja. Und das ist auch ganz spannend, in der Erstnennung des Ortes, in dem Protokoll der Synode, wird eben Aschheim auch als Villa Publica genannt. Aber der Begriff Villa Publica ist natürlich auch ein schwieriger. Also ein Ort, das ist ein lateinischer Begriff, Villa bezeichnet im Grunde Siedlung, also Siedlung verschiedenster Art, im Frühmittelalter. Im Römischen ist er klar definiert, im Frühmittelalter ist er so ein bisschen, heißt Siedlung, eher ländlicher Art. Aber Publica ist ein sehr umstrittener Begriff oder diese Zusammensetzung. Vielleicht am ehesten sowas, wo Öffentlichkeit stattfinden kann. Also ein Ort, an dem Öffentlichkeit, an dem sowas wie eine Synode stattfinden kann. Mhm. Ob das jetzt immer, also ob Aschheim von Anfang, vom 6. Jahrhundert, bis eben ins 9., 10. Jahrhundert hinein Villa Publica war oder nur im 8. Jahrhundert oder nur für diese Synode. Ja. Das wissen wir leider nicht. Also wir wissen nicht, ob solche Begriffe dann welche waren, die so richtig konstant blieben. Aber es wirft natürlich schon ein bezeichnendes Licht zusammen mit eben speziellen Funden und so weiter und auf diesen Ort fürs 8. Jahrhundert. Mhm. Ebenso eben wie diese Kirchengeschichte. Ja. Genau. Da schauen wir mal hin. Wir schauen dahin. Wir machen trotzdem noch einen kleinen Schwenker, weil ich das vorhin vergessen habe. Wir schauen uns noch schnell den Befund im Boden an. Na klar. Wenn das schon mal da ist. Jetzt werdet ihr wieder gekippt. Genau. So schaut das in der Münchner Schotterebene dann aus. Ihr habt ganz viel Kies und dann habt ihr da so braune Flecken, die man ja eigentlich ganz schön erkennen kann. Hier jetzt besonders schön, wenn es dann in so einer Fläche ist und ja, dann ist es auch immer so eine Sache. Ist der jetzt eine halbe Stunde in der Sonne, dann nimmt der gerne die Farben von dem natürlichen Boden rundherum an. Aber man sieht es auch hier schon, vielleicht seht ihr das auch, da liegen ein, zwei Keramikscherben, ein bisschen Knochenfragmente. Es ist auch schon ein Befundzettel gesteckt. Das macht es natürlich sehr einfach. Und genau, so schaut es dann in der Realität aus. Nochmal, bevor wir das Thema Kirche angehen, können wir das Thema Christentum hier schon leicht streifen
Ihr habt vielleicht schon vorher so ein bisschen im Seitblick diese Kreuze bemerkt. Und was ihr hier vielleicht auch seht, der Kenner sieht das, das ist hier frühmittelalterliche Keramik. Das heißt, das ist Keramik des 7., vielleicht noch bis ins frühe 8. Jahrhundert datierend. Und diese Kreuze hier wurden jetzt aber nicht in der frühmittelalterlichen Siedlung direkt gefunden, sondern spannenderweise in den Ruinen oder letztlich im römischen Badegebäude bzw. im römischen Baderaum. Denn wir hatten hier im 1. bis 3. frühen 4. oder späten 4. Jahrhundert, so rum, eine eben Villa Rustica, also ein ländliches, bäuerliches Gehöft, ein römisches, was in einem Gebäudeteil auch ein Bad besaß. Und dieses Bad, kannst du mal vielleicht rumschwenken, sorry. Alles gut. Hier sind die Ruinen von diesem Bad, also die ausgegrabenen Teile. Und dieses Bad hatte hier, es war lustigerweise nicht ein extra Bad, sondern integriert ins Hauptgebäude. Mhm. Seltsam. Und es ist eins der kleinsten Bäder, was wir eigentlich in Bayern kennen. Aber es hat hier zwei Apsiden. Und in dieser größeren Apside, hier fanden sich in einer Schicht, die deutlich oberhalb der Schuttschicht letztlich des Gebäudes war, in einer dunklen Verfüllschicht diese Steckkreuze, die wir gerade gesehen haben, und die Keramik und ein paar Tierknochen. Und das ist schon ein ganz spannender Befund, denn solche Steckkreuze gibt es aus mehreren Fundorten in Bayern. Und man wusste sehr lange nicht, wie man die zeitlich einordnen soll oder überhaupt auch inhaltlich einordnen soll. Was war das? Was ist das? Hat man in der frühen Neuzeit solche Orte aufgesucht und sie dann gebannt? Hat man, also gebannt im Sinne von als heidnische Orte verstanden und dann mit christlichen Kreuzen quasi die bösen Geister daraus vertrieben? Oder ist das noch was Älteres oder ist das vielleicht sogar römisch? Man wusste es so überhaupt nicht. Oder es gab viele Befunde, wo das ein bisschen klarer oder weniger klar wurde, aber die zeitliche Einordnung war schwierig. Hier in Aschheim ist es sehr schön, weil die eben in dieser Schicht ganz eindeutig mit frühmittelalterlicher Keramik gefunden wurde. So konnte eben, der Christian Lather hat das Ganze bearbeitet, der konnte eben dann sehr schön herausstellen, dass das wirklich frühmittelalterliche Befunde sind, diese Steckkreuze. Guck mal vielleicht nochmal hin zu Ihnen. Das sind sehr, sehr einfache Arbeiten. Im Endeffekt nichts anderes als zwei Nägel, sage ich jetzt mal, die kann jeder Dorfschmied zusammenhämmern und dann einen Niet dazwischen und dann hat man so ein Kreuz und Steckkreuze deswegen, weil die sich nach unten verjüngen und irgendwo, also unten viele eine Spitze haben, sodass man sie irgendwo hineinstecken kann. Das eint auch ganz viele dieser Steckkreuze. Deswegen sind es auch keine Fensterkreuze, die irgendwie Glasfenster geteilt haben, sondern es sind wirklich Symbole, es sind wirklich Kreuze. Und hier ist es jetzt spannend. Es scheint wirklich so, als wäre im frühen Mittelalter, im 7. Jahrhundert, diese Ruine, die es da noch gegeben haben muss, die aus römischer Zeit, aufgesucht wurde für christliche Kulthandlungen. In welcher Form, wissen wir leider nicht. Es gibt verschiedene Ideen dahinter. Aber diese Apside macht natürlich, erinnert auch an späte antike Kirchen, erinnert eben auch an vielleicht auch an, überhaupt an Kirchengebäude und kann da ein anziehender Punkt gewesen sein. Es ist ein Steingebäude, was natürlich auch eine hochwertige Geschichte ist, wobei wir nicht wissen, wie viel von dem Steingebäude noch stand. Ruinös war es auf jeden Fall. Also wenn wir hier im 7. Jahrhundert sind, ist es im 4. Jahrhundert spätestens aufgegeben worden. Mhm. Also dann haben wir schon 300 Jahre dazwischen. Ja. Und wenn das Dach kaputt ist, geht auch ein Steinbau recht schnell kaputt. Und wir haben sonst keine Siedlungsspuren, zumindest nicht, dass wir wüssten, um diese römische Villa Rustica drumherum. Nicht weit weg, aber schon welche, aber jetzt da nicht direkt. Also es ist nicht Teil einer Siedlung. Es ist nicht eine Kirche innerhalb einer Siedlung, nach all dem, was wir wissen. Also sprich, es ist ein Ort, der etwas außerhalb der Siedlung liegt, wo man hingegangen ist, um christlichen Kult durchzuführen, wo vielleicht doch jemand vielleicht auch gelebt hat. Wir wissen es nicht so genau, innerhalb der Ruine. Auf jeden Fall fand mehr statt als nur eine Bannung des Ortes, sonst hätten wir die Keramik nicht und die Tierknochen. Ja. Vielleicht hat man da so eine externe Kirche benutzt. Mhm. Spannend ist, dass das Ganze eben im frühen 8. Jahrhundert nach der Keramik abbricht. Und im frühen 8. Jahrhundert, was passiert da? Da passiert die Gründung der Bischofssitze, da ist Bonifatius aktiv, da wird das Ganze etwas stärker geordnet. Hier das etwas verwilderte Christentum Bayerns, wenn man das mal so kurz und bündig unter
über ein Knie schlagen möchte. Und da würde es natürlich auch passen, wenn solche außerkirchlichen, christlichen, verwilderten Dinge dann, wenn da Einhalt geboten wäre. Ja. Aber es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Es gab ja neben katholischen Christen auch noch Arianer. Stimmt, in der frühen Zeit. Also auf jeden Fall, wurden dann verboten, aber es gibt ja, ob es hier in Bayern Arianer gab, wissen wir nicht. Ja. Aber ich meine, im Endeffekt, es gehörte zum Ostgotenreich des Theoderichs, nicht mehr im 7. Jahrhundert, völlig klar, da sind wir bei den Merowingern. Vielleicht sind da irgendwelche Arianer übrig geblieben, man weiß es nicht. Aber das ist wirklich Spekulation. Ja. Wir haben überhaupt keine Hinweise darauf. Wir haben Hinweise auf christlichen Kult. Und parallel, interessanterweise, zur christlichen Kirche in Aschheim, die es ab um 600 wohl gab. Genau. Dann pilgern wir jetzt hin, wortwörtlich. ich gebe da schon mal... Also so. Wo wir gerade durchgeschlupft sind, ist übrigens der offizielle Durchgang für Leute mit Kinderwagen oder im Rollstuhl oder sowas, die dürfen hier durch. Also das, wenn ihr im Museum seid und irgendwie bewegungseingeschränkt seid, erinnert euch, ihr dürft da, wo diese Fahnen hängen, neben den Kirchenmodellen einfach durchschlupfen. Aber ihr solltet nicht vergessen, vorher den Raum dahinter zu besichtigen, denn da sind die ganzen Grabfunde, die wir heute uns nicht anschauen werden. Genau, schon mal kleine Schleichwerbung, wenn euch das gefallen hat und auch der Anja gefallen hat und wir wieder kommen dürfen. Na, freilich. Danke. Dann schauen wir uns auf jeden Fall die Gräber auch noch an. Genau. Aber jetzt sind wir bei der Kirche und ich hatte ja schon ein bisschen vorher erzählt, dass aufgrund dieser schriftlichen Überlieferung Herr Dannheimer Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bei der Aschheimer Kirche St. Peter und Paul, auch wieder Ausrufezeichen, St. Peter ist ein sehr frühes Patrozinium, also ein sehr früher Kirchenpatron, der ins frühe Mittelalter hervorragend hineinpasst. Diese Pauls-Bezeichnung, die dann dazu kam, das zweite Patrozinium, das ist erst im Spätmittelalter dazugekommen. Taucht auch so vorher nicht in den schriftlichen Quellen auf. Also es passt eigentlich alles ganz gut zusammen. Es ist auch eine gern gewählte Kombination dann später. Also ihr wisst, der Dom in Rom, die große Kirche, der Dom, der Petersdom, ist auch ein Peterspatrozinium. Also es ist ein sehr altes Patrozinium, was auch eben ganz einschlägig dann war. Und Herr Dannheimer, wie gesagt, konnte 7 Kirchenbauphasen eben dann nachweisen und die älteste geht eben zurück. Das ist hier das Modell, es ist ein etwas älteres Modell, aber es ist ein Modell einer Holzkirche, die jetzt dreischiffig ist, mit einem großen Innenraum und 2 Seitenschiffen, was eigentlich sehr gut zu einer frühen Kirchenarchitektur passt. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Habe jetzt gerade die Maße nicht so ganz im Kopf, aber ich würde mal sagen, so etwa 20 mal 8 Meter oder sowas. Wenn es euch interessiert, schaue ich da nochmal genauer nach und der Konstantin gibt die Info weiter. Und diese Kirche entsteht um 600, soweit wir es wissen, auf einem schon bestehenden kleinen Separatfriedhof. Ist auch spannend. In der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts beginnt wohl eine Familie, sich von diesem großen Gräberfeld zu separieren. Ist früh, normalerweise passiert sowas erst im 7. Jahrhundert. Mhm. Und legt wohl auf ihrem eigenen Grundstück Gräber an und in diesem Bereich dieses Friedhofs wird dann um 600 eine Kirche gebaut. Das ist deswegen für uns nicht ganz doof, weil beim Anlegen der Pfosten ein Grab auch geschnitten wurde und man deswegen sehr schön noch so ein bisschen was datieren kann. Ja. Und dann wird aber weiter um diese Kirche herum bestattet. Und man sieht sehr schön, dass diese Gräber zu dieser Kirche gehören, die des 7. Jahrhunderts, weil sie sich wirklich auch an den Wänden, also an der Ausrichtung der Kirche orientieren. Und das sind auch verhältnismäßig viele Kindergräber, was auch spannend ist, und sehr gut ausgestattete Kindergräber. Kindergräber wirklich mit ein Mädchen gehabt mit einer goldenen Witter, das heißt im Grunde so eine Art Stirnband, als Borte gewebt, mit Goldbrokat drin, Goldfäden eingewebt, was wirklich irgendwo so ein ganz klarer Oberschichtmarker ist. Ne? Das hat jetzt nicht jedes Bauernmädel sich leisten können, sondern das waren wirklich Angehörige einer Oberschicht. Und wenn ein Kind sowas auch noch mit ins Grab bekommt, dann heißt es ja auch, dass die Eltern sehr reich sind oder sehr in einem gehobenen Bereich gehören. Und das Kind auch da eigentlich mal hätte was werden können, weil das Kind konnte sich ja, also 5-6-jähriges Mädel konnte sich sowas ja noch nicht erarbeiten. Aber das zeigt einfach, dass auch vorher schon eben so solche Adelsstrukturen, ich sag mal Adel ist ein schwieriger Begriff in der Zeit, aber solche Strukturen, die der Oberschicht der damaligen Zeit angehören, hier in Aschheim
vorhanden waren. Und diese Kirche war es dann wohl auch, entweder um 600 oder vielleicht auch 620, 30 errichtet, die der Bestattungsort des heiligen Emmeram wurde, wenn man der Geschichte vom ABO glauben möchte. Ich möchte ihr glauben, weil es eigentlich ganz gut zusammenpasst, weil eigentlich diese Geschichten ganz gut, sage ich jetzt mal, in sich logisch sind, auch mit dem Geschehen, was hier in Bayern stattfand. Ja. Und er besagt eben, dass Emmeram, ein Bischof aus Poitiers in Frankreich, kam nach Regensburg, ich lasse mal das außen rum, der Geschichte selber, der heiligen Legende selber ein bisschen weg, kam nach Regensburg, um sich dort ein bisschen vielleicht sogar um das etwas verwilderte Christentum zu kümmern und das stärker Rom gebunden zu organisieren, im Auftrag des fränkischen Königs und an den Hof eben Theodos, Herzog Theodo damals, bayerischer Herzog, angelolfingischer Herzog, und hat sich vielleicht am Hofe Theodos ein bisschen zu sehr in die bayerische Politik eingemischt. So steht das natürlich nicht in den Schriftquellen, aber weil es war ja eine Heiligenlegende, da sollte der Emmerer möglichst gut dastehen. Ja, klar, aber vielleicht hat er sich ein bisschen zu sehr eingemischt. Auf jeden Fall musste er aus Regensburg fliehen. Der offizielle Grund, der in der Vita eben drin steht, dass die Tochter des Herzogs zu ihm kam, gebeichtet hat, dass sie schwanger ist und was soll sie denn bloß machen. Er sagt, er hilft ihr, sie soll erstmal das so lange geheim halten wie möglich, dann irgendwie, und er versucht ihr zu helfen und sie bekommt aber dann trotzdem Ärger und irgendwie muss er fliehen. Das ist in der Lebensgeschichte sehr, sehr seltsam dargestellt. Also man kommt so ein bisschen in Zweifel, was wollte der Arbeo denn da eigentlich? Ja. Und auf jeden Fall, offiziell flieht er nach Rom, um eben vom Papst die Absolution zu erhalten, dass er richtig gehandelt hat, dass er sie beschützt hat, dass er das Beichtgeheimnis bewahrt hat. Und er kommt aber nicht so wahnsinnig weit, er kommt bis Klein-Helfendorf. Und dann gibt es diese berühmte Geschichte, der Marterung des heiligen Emmeram in Klein-Helfendorf. Da gibt es auch eine Marterkapelle auf dem Stein, wo das stattgefunden haben soll. Wilde Szene. Auf jeden Fall, ihm sollen dann alle Gliedmaßen abgeschnitten worden sein und er überlebt es so halb, aber man lässt von ihm ab, merkt, der sagt nichts mehr. Also der sagt nicht, wer der Vater der geschwängerten Tochter ist und gesteht quasi nicht, was er unter der Beichte erfahren hat. Was machen die Gefährten Emmerams? Die sehen, okay, der wird nicht mehr, der überlebt es nicht mehr, zurück nach Regensburg, der überlebt es aber auch nicht und da kann er ja eigentlich auch nicht hin, weil da ist ja gerade der Landwirt, der Sohn des Herzogs, gekommen und hat ihn gemartert, da kann er jetzt nicht zurück nach Regensburg, schwierig. Ja. Nach Rom schafft er es aber auch nicht, also die nächstgelegene Kirche wird angesteuert, weil er wird nicht mehr lang leben. Und die war wahrscheinlich um 680, 90 herum haben diese Ereignisse stattgefunden, von Klein-Helfendorf aus gesehen in Aschheim. Also wird er nach Aschheim gebracht, er schafft es nicht ganz, stirbt kurz vorher in Feldkirchen, also auf freiem Felde, und wird dann eben nach Aschheim gebracht und hier im südlichen Seitenschiff beerdigt, vermutlich. Denn bei den Ausgrabungen von Herrn Dannheimer Ende der 60er Jahre hat man dort einen leeren Grabschacht gefunden, der von der Beziehung zum Kirchenschiff her in dem südlichen Seitenschiff gelegen hat und auch stratigraphisch zu dieser ersten Kirche ganz gut passt. Und das passt natürlich zur weiteren Geschichte, denn Emmeram wurde nach einer Weile wieder ausgegraben und nach Regensburg überführt. Als sich die politischen Verhältnisse in Regensburg ein bisschen verändert haben, wurde er dann wieder nach Regensburg gebracht, in sein Kloster, wo er eigentlich gewirkt hat, was dann nach ihm auch benannt wurde. Kloster St. Emmeram, also vorher hieß es Georg und Emmeram, und dann war es später, oder heute ist es das Schloss Thurn und Taxis, Emmerams Kloster. Und dort soll er bis heute ruhen. Ja, aber total spannend, wenn so eine Geschichtsüberlieferung dann mit Archäologie so schön ineinander greift. Ne? Naja, also man muss natürlich sagen, Zweifel bleiben, weil es ist ein leeres Grab, es ist noch nicht mal ein Fingerknochen oder irgendwas drin gewesen, keine Ahnung. Aber es würde natürlich alles sehr schön passen und im Grunde auch der Platz, das südliche Seitenschiff, passt ganz gut. Und wir haben normalerweise in Bayern überhaupt keine Bestattungen in Kirchenräumen. Das ist auch eine Ausnahme. Die ist, wenn dann, höchstens Klerikern vorbehalten. Auch insofern würde es passen. Aber natürlich ist es ein bisschen eine schwer. Aber man ist geneigt. der Geschichte zu glauben, weil es einfach zu schön ist. Naja, und diese Kirche wird dann um 700 durch eine Steinkirche ersetzt, beziehungsweise wahrscheinlich muss man annehmen, dass es nur eine Kirche auf Steinfundament war, Tuffsteinfundament, und das aufgehende Blockbau errichtet, also Holzkirche nach wie vor.
Muss aber auch sagen, wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn man einen Blockbau ordentlich verputzt und weiß anmalt, dann kann man den eigentlich von einem Steinbau nicht unterscheiden. Und in unseren Breiten waren eigentlich Steine zum Bauen so eigentlich kein also war teures Material, das musste man herschaffen. Hier hat man keinen Baustein. Ja. Also es gibt Tuff und es gibt Nagelfluh. Nagelfluh hat man erst später verwendet. Tuffstein kann man aus dem Erdinger Moos gewinnen, aber hier direkt vor Ort kommt er nicht vor. Und der direkt in den anstehenden Moosbereichen vorkommt, ist nicht für diesen Bau zu verwenden. Man muss schon ein bisschen weiter ins Erdinger Moos hinein oder in den Ebersberger Raum, Richtung Kleinhelfendorf und Co. Da gibt es ganz viele Tuffstellen. Also man muss ihn auf jeden Fall herbringen und deswegen ist hier auch wahrscheinlicher im 8. Jahrhundert eben so eine Karolinger zeitliche Saalkirche mit Tuffsteinfundament und aufgehendem Blockbau. Nicht so wie dieses Modell aus den 80er Jahren das hier umgesetzt hat, aber naja, genau. Und das Spannende ist eben, dass diese Kirche dann auch wieder einen Nachfolgebau bekommen hat, um 800 vermutlich, um 1000, um 1200 und um 1480. Umara 1480, das ist immer so die klassische Datierung für diese spätgotischen Kirchen. Und von diesem letzten spätgotischen Bau ist eben noch der Chor erhalten, wie ich gerade schon gemeint habe. Und 1937 hat man dann diese Kirche neu gebaut. Und bei diesen Bauarbeiten 1937 kamen dann natürlich auch schon die ersten Goldfunde heraus, die dann von den Arbeitern einkassiert wurden. Ein goldenes Goldblattkreuz, das ist ganz spannend. Und goldene Ohrringe zum Beispiel. Und die kamen dann über, sind dann von den Arbeitern, wie gesagt, eingesackt worden und kamen dann zum Teil über den Kunsthandel, zum Teil eben erst aus dem Nachlass der Frau des verstorbenen Arbeiters in die archäologische Staatssammlung damals. Und sind hier im Museum nur als Repliken vorhanden. Diese Beigaben aus den Kirchengräbern, sowohl die, die Herr Dannheimer natürlich gegraben hat, Ende der 60er, weil der war ja später auch Direktor und diese Dinge kamen dann auch alle. Hier gab es ja auch noch kein Museum, gar nichts. Es ist völlig vernünftig, dass sie eine Staatssammlung haben. Und eben diese anderen Objekte mit der Hinweis Kirche Aschheim gefunden beim Abriss des Kirchenschiffs, die kamen dann auch, ließ sich auch noch rekonstruieren, wo die ungefähr lagen, diese Gräber. Und das, vielleicht, aber so die ganzen Inhalte natürlich der Gräber sind nicht alle komplett, die dort beim Abriss gefunden wurden. Aber man muss halt sagen, 1936, 37 waren auch andere Zeiten, das ist halt so gewesen. Nein. Man lernt ja hoffentlich draus. Ne? Drum ist hoffentlich das draus. Aber was eben ganz spannend ist, um vielleicht dieses Thema Kirche so ein bisschen abzurunden, die Steckkreuze, ne? Ihr erinnert euch, 7. Jahrhundert bis ins frühe 8., da steht diese Kirche, im frühen 8. Jahrhundert wird sie wahrscheinlich durch diese Kirche hier ersetzt, also sprich, da haben wir eine christliche Gemeinschaft hier. Aber vielleicht waren das wirklich Eigenkirchen, was genau eine Eigenkirche war, ist auch immer eine schwierige Sache, aber es waren Eigenkirchen, die vielleicht nur von einer Familie benutzt werden durften, von dieser adligen Fragezeichen, von dieser hochstehenden Familie, die sich hier auch bestatten hat lassen. Und da war überhaupt nicht der Platz und da war überhaupt auch nicht der Zugang gewährleistet für alle Christen in dem Ort. Das war überhaupt nicht, das war was Exklusives vielleicht für diese Familie. Ja. Und vielleicht gab es eben auch noch eine zweite christliche Gemeinschaft in der Siedlung, die dann eher zur Ruine gegangen ist und dort diese Steckkreuze niedergelegt hat. Es ist eine Überlegung. Ja. War die Ruine noch angebunden an ein Verkehrsnetz, dass man da vielleicht sagt, das ist für Händler oder Reisende? Händler, so? Ja, so, ich meine, so, also jetzt doof gesagt, so Autobahnkirchen gibt es ja heute noch. Ja. Also, oder? Ja. Eigentlich, nach all dem, was wir wissen, liegt sie ein bisschen abseits von, von der römischen Straße, die wir weiterhin als Weg eigentlich... Ja. Sie liegt etwas südlich davon, wenn wir die Ausrichtung, wenn wir das richtig im Griff haben. Wir haben es nämlich überhaupt nicht im Griff, eigentlich wie die Straßen hier laufen. Das ist so ein bisschen ein Problem. Der frühmittelalterliche Weg muss eigentlich quer durch die heutige Siedlung ziemlich auf der Straße, Erdinger Straße, Münchner Straße gelaufen sein. Aber dann eben nicht weiter, wie sie heute verläuft, Richtung Dornach, sondern diese sogenannte heutige Hofstadtstraße ist alles viel... Kann man vielleicht nochmal auf den Plan gucken. Weiter, weil die dann direkt nach Oberföhring oder Föhring führt und dann eben sofort über die Isar, die ja weiterhin, die dann später ja ausgebaut wird als Brücke. Ja. Das ist ja dann der Streit um mit Heinrich dem Löwen und die Gründung Münchens. Ne? Also da hängt ja dann wieder die Aschheimer Geschichte komplett mit der Münchner Geschichte und den ganzen Geschichten zusammen. Genau, hier seht ihr jetzt mal noch in die Kirche rein.
Die Innenausstattung ist natürlich etwas, wie soll man sagen, fiktiv. Davon wissen ja. wir leider gar nichts. Ja, aber auch gut schlicht gehalten, ne, damit man da nicht, das passiert ja dann oft bei so Modellen, dass dann da Fantasy-Welten entstehen. So, genau, dann haben wir hier... Hier ist diese Vita, dieses Stirnband, letztlich dieses jungen Mädels, von dem ich erzählt habe. Das ist eine Replik natürlich. Das Original ist in der Archäologischen Staatssammlung und wird hoffentlich bald wieder zu sehen sein. Ne? Ihr wisst, ja. am 17. April, soweit ich weiß. Ne? 17. Ja, 17. 17. sowas. Das hier ist dieses, aber wie gesagt, auch eine Replik, dieses Goldblattkreuz, was dann auch aufgetaucht ist im Kunsthandel. Und das hier ist im Gegensatz dazu, diese Vitrine steht hier so ein bisschen unter dem Aspekt Kult und Kirche, christlich-heidnisch. Das hier sind ein paar Objekte aus dem Gräberfeld vor allem, aber auch zum Teil aus der Siedlung, die noch so ein bisschen ein Pendant, ein Gegenpendant, vielleicht nicht christlicher, amuletthafter Symbolik, Heilsbringer, Heilszeichen und auch so ein bisschen Synkretismus vielleicht zeigen, denn hier ist auf einer auf einen Beschlag auch so ein kleiner Ring eingearbeitet mit einem christlichen Kreuz. Mhm. So ein bisschen dieser Zwiespalt zwischen, wir würden es aus christlicher Perspektive sagen, Aberglauben und Glauben. Ja. Aber aus, ja. ja. Okay, ich laufe dir hinterher. Ja. Genau. Vielleicht kann man dazu sagen, das Museum ist thematisch aufgebaut. Deswegen mussten wir jetzt von der Kirchengeschichte zum Handwerk laufen und haben nicht quasi das Frühmittelalter konzentriert an einem Ort. Ah, da stelle ich ihn über. Entschuldigung. Nein, kein Thema. Was dabei aber eben schön ist, dass man die Entwicklungen in den einzelnen, sage ich jetzt mal, Bereichen besser nachvollziehen kann. Ich wollte das jetzt nur ganz kurz. Hier möchte ich euch noch eine kleine Besonderheit zeigen. Das sind alles Funde aus Siedlungszusammenhängen, die alle mit Handwerk zu tun haben, verschiedenem Handwerk. Hier hat eher Textilhandwerk, das sind eben Scheren verschiedenster Art, die kann man natürlich auch für was anderes verwenden, aber auch für Schafschuhe und Ähnliches, auch für Textilhandwerk. Dort hinten ist ganz nett, das ist aus einem Grab, jetzt ausnahmsweise hier eine Flachsbreche, beziehungsweise Blödsinn, ein Webschwert, Entschuldigung. Mhm. Ein Webschwert, mit dem man vorne mit der Spitze eben kleine Fehler korrigieren kann und mit entweder dem hölzernen Ende oder wenn man mal wirklich stark anschlagen möchte, dann hier mit dieser eisernen Klinge eben den Stoff anschlagen kann. Ich habe deswegen so gezögert mit Flachsbreche und habe das so ein bisschen, weil die wurde früher auch gerne mal als Flachsbreche angesprochen. Natürlich kann man so ein Gerät auch als Flachsbreche verwenden. Mhm. Das heißt im Grunde, um Flachsleinen, der so ein bisschen angegammelt wurde, dann zu brechen, da braucht man so ein Gerät, wo man so drauf schlägt, damit man die Fasern rausbrechen kann. Andererseits würde bei diesem Gerät, das eigentlich als Flachsbreche keinen Sinn machen, dass das vorne so zugespitzt ist, das Holz. Also hier ist ganz toll das Holz erhalten. Ja, und ja. das ist auch eigentlich viel zu fein für eine Flachsbreche. Eine Flachsbreche müsste gröber und größer sein. Mhm. Deswegen ist eigentlich diese Interpretation, ich neige inzwischen mehr eben zu einem Webschwert als zu einer Flachsbreche. Ja. Ändert aber nichts dran, das ist im Grunde das Textilhandwerk umfasst. Ja. Und dann gibt es hier noch so ein paar andere Gerätschaften, die aus Lederverarbeitung vielleicht kommen. Eine sehr schöne Ahle mit einem beinernen Griff, also einem, der war wirklich noch daran eben erhalten, mit kleiner, ganz feiner Verzierung, eben aus Knochen. Und dann hier eben Dinge, die alle rund um das Feinmetallhandwerk, Goldschmiede bzw. eben Feinschmiedehandwerk sich drehen. Und darunter sind zwei Dinge ganz interessant, und zwar hier ganz am Rand so ein unscheinbares gebogenes Ding, was ausschaut wie eine Nadel. Aber diese Nadel ist nicht aus Bronze, sondern aus Silber. Und es ist auch keine Nadel, sondern es ist ein Silberdrahtstück. Und dann gibt es hier noch so einen kleinen Hammer, einen kleinen Feinschmiedehammer, der ist auch aus einer Brunnenverfüllung gefunden worden. Das ist auch sehr nett. Der eben, wie man hier auch sieht, an der Größe des Hammers eben für feinere, kleinere Arbeiten geeignet ist. Die beiden Objekte sind nicht im selben Zusammenhang gefunden worden. Aber man kann natürlich sich vorstellen, ne, wenn solche Silberdrahtfragmente hier rumliegen und solche Hämmer, dass es hier einen Feinschmied gab, der auch durchaus so feine Arbeiten wie hier diese Tauschiereinlagen, das macht man eben mit seinem Silberdraht, dass man den dann auch ein bisschen auszieht, dünner macht und dann einschlägt in eben die Grate, die man vorher gezogen hat, ins Eisen, dass man solche Arbeiten hier durchaus auch in der Siedlung Aschheim durchgeführt hat. Sonst hätte man eigentlich diese Rohstoffe und diese Werkzeuge nicht. Ja. Und das ist eben auch ein ganz, ganz spannender Aspekt dabei. Ja, vor allem immer so, ja, ist jetzt kein Halbfabrikat, aber so Rohstoffe sind ja immer
super, um sowas sind super zu zeigen. Keine Frage, genau. Das ist nur eine kleine Feile, mit der man mhm. eben, also das sieht man ein bisschen schwierig, aber es ist eine kleine Feile, mit der man eben auch Metall eben zu ja. feilen konnte, feinere Arbeiten machen mhm. konnte, verschiedenes. Genau, genau. Geh mal da näher hin. Ups. Genau, also links oben seht ihr nochmal das Textilhandwerk mit dem Webschwert und rechts eben das kleine, den kleinen Hammerkopf. Genau. Und unten sind noch Ofenreste. Unten sind noch Ofenreste, wobei man sagen muss, Achtung, die Ofenwand, das ist aus einem Experiment, also aus einem Experiment, die ist nicht aus einem archäologischen Befund, nur mhm. die Schlacken darunter, die sind eben aus der Siedlung. Das ist so ein bisschen, um das in der Vitrine darzustellen, solche Schlacken kommen aus einem Rennofen ja. Oder aus Schmiedebereichen, eben mhm. das Rennofen verarbeitete oder das im Rennofen gewonnenes Eisen eben geschmiedet wurde hier. Soweit ich das erkennen kann, muss ich sagen, wir haben hier sehr, sehr viele Schmiedeschlacken, das ist klar, aber wir haben hier durchaus auch Rennofenschlacke. Ja. Wenig, aber wir haben sie. Aha. Und das wirft auch so ein bisschen ein interessantes Blick. Woher haben die den Rohstoff? Ich meine, ja. Raseneisenerz gibt es, aber das ist fraglich, ob das wirklich so verarbeitet wurde. Ja. Aber es wäre ein interessanter Aspekt dieser Rohstoffverarbeitung, ja. Aschemre genauer nachzugehen. Ja. Und diese typischen donutförmigen Webgesichte. Ja. Die wieder ganz klar so von seinem stehenden Webstuhl, wie ihr ihn vielleicht im Hintergrund ja, auch erkennen könnt, ja. Stammen. Das waren diese klassischen Webstühle des frühen Mittelalters in den Siedlungen oftmals auch. Hier ganz klassisch sind diese Webgewichte im Grubenhaus gefunden worden, deswegen nimmt man gut an, also dass diese Grubenhäuser auch vielfach Webhäuser waren, wo solche stehenden Webstühle standen, wo man dann auch gearbeitet hat. Hat Vorteile, gerade zur Flachsverarbeitung. Ja. Wo man da immer so eine leichte Bodenfeuchte hat und die macht den Flachs ein bisschen geschmeidiger. Genau. Ja. Sage ich vielen, vielen Dank ganz gerne. Für die Führung. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen was gelernt über Aschheim, was vielleicht vielen von euch überhaupt nichts gesagt hat bisher, außer ihr wart vor 2 Jahren im Stream schon mal dabei, wo wir die Tour gemacht haben. Zeit vergeht sehr schnell. Aber ja, da sieht man mal, wie vielleicht heute unscheinbare oder unscheinbarere Orte ja. doch eine ganz, ganz große Bedeutung früher hatten. Vielen Dank fürs Zuschauen, auch auf YouTube und wir Danke sehen euch. Uns im nächsten Video, wenn wir wieder hier sind und schauen, was es noch so alles zu Aschheim gibt. Dankeschön. Danke euch. Danke für die Geduld.